Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Pathologic. Aber, Moment. Die Briefe, ja. Hier. Mission. Wenn das so ist, Moment. Wenn man von der Zeit her anschaut, das sind fast 2 Stunden. Ich habe irgendwie 2 Stunden verschwendet. Gerade. Nee. Da war wohl ein bisschen doch mehr dazwischen. Gerade mal 3 Minuten. Ja, dann machen wir das halt eben hier. Ja. Ich liebe nicht mehr lange. Ja, ja. Ich liebe nicht mehr lange. Sind Sie zum Schlachthof gekommen? Ich habe sie gefunden und ich sie tatsächlich. Kann die Armee dazu beitragen? Diese Offenheit habe ich von Ihnen nicht erwartet. Bis Sie diese aktuellen Umstände beschreiben. Ja. Es gibt bessere Spezialisten als mich. Eine Handvoll. Die Handhabung der Situation liegt jetzt nicht in meinen Händen. Bessere Spezialisten als mich, das bezeugt ich, unterschätzt sie. Ganze Lande verbreiten kann. Betrachten Sie mich als Ihren Freund. Ich tue nur meine Pflicht, man muss nicht übertreiben. Freund, okay. Ich habe Fieber. Sagen Sie mir, Alexander, welche Absichten haben Sie bezüglich des Polyeders? Das schreckliche Bauwerk. Warum schrecklich? Gefällt Ihnen das nicht? Und wie es hält? Ich versuche gerade, das herauszufinden. Ich glaube, dass diese ausgebrochene Bauwerk, das ist da drin. Ungefähr 1000 Kinder, sie verstecken sich dort vor der Infektion. Und wer kümmert sich um die Kinder? Niemand. Das ist ja gerade eine mögliche Streiche zu spielen. Das kennen wir. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn sie von dort verdächtige Geräusche hören oder sie schicken einen Boten, der den Waffenstillstand ankündigen soll. Wie auch immer, kommen sie zuerst zu mir. Ich bleibe bis zum Schluss hier. Okay, das hätten wir. Das nächste ist Victors Haus. So, wir sind hier. Ich will da unten hingehen. Ich weiß, warum ich Zeit verschwendet habe, weil ich Geschäfte abgeklappert habe. Weil ich sehen wollte, was es Neues gibt. Aber das hat mir ja zu viel Zeit gekostet. Und glaube auch noch rumgeballt habe ich in einem anderen Part, wo wir mehr Zeit hatten. So, wird das hier nicht ein... daneben. So. Ist es gut für Schlaf? Schmerzmittel betäubt, reduziert den Schmerz und tata. Miranum fügt über eine starke beruhigende Wirkung und macht starken Schmerzen. Ich will ja keine Zeit verschwenden, deshalb versuche ich. Okay, das geht nicht. Schlaf zu reduzieren. Gut, da konnte ich nichts machen. Aber vielleicht hier. Ich will einfach nicht zu viel Zeit verschwenden. Gut, hier könnten wir ein paar nette Sachen kaufen. Oder sogar sehr nette. So, verkaufen. Das trifft sich sehr gut. Ich verkaufe gleich alle. Was noch? Was ist nicht unbedingt notwendig.
bin aber im Überlegen, ob wir zuerst darüber gehen. Ich glaube, so machen wir es. Wir gehen bei Griffs vorbei. Und kaufen dort die Waffe. Aber bevor wir das machen, wir sprechen hier und will etwas schnell ausprobieren. Ja, meine Ration war's. Die Erschöpfung ist gut runtergegangen. Dafür der Hunger gestiegen, aber das ist kein Problem. Bin damit einverstanden. Wenn ich damit paar Sachen besser machen kann. So, hallo. So, was die Waffen angeht, sollten wir genug Platz haben. Das Gebiet. Ich glaube, das Gebiet hier sollte eigentlich sauber sein. So. Um Zeit zu sparen, beeilen wir uns. Drugs. Ja. Wenn ich schon hier bin, um Munition zu kaufen, kaufe ich auch gleich die Knarre. Die Kainz planen etwas. Ja, die Kainz planen etwas. Ich nehme das hier. So wie. Okay. 90.000, das kann er vergessen. Doppelläufige Pistole, wir kriegen das aber später. Gut, haben wir alles? Ja. Habe ich etwas fallen lassen? Nein. Wir speichern. Wir prüfen. Ja. Okay, gut. Nachdem wir das haben, gehen wir kurz zum jungen Vlad. Das ist ja gleich hier um die Ecke. Verkaufen wir die Karte. Damit wir nicht die ganze Zeit hin und her müssen. Es geht hier der Nacht entlang. Aber hier. Doch, das wäre hier entlang gegangen. Verdammt. So, ich gehe hier hinten entlang, weil ich gehofft hätte, dass diese Nebelschwaden hier nicht kommen. Dieses Haus erdrückt mich. Ich brauche nur die Karte. Der gleiche Preis? Ja, natürlich. Kommen Sie schon. Okay. Die Karte. Da sind wir es. Gut. Wir speichern. Moment. Okay, von der Zeit her ist gut. Novocain. Starke Schmerzen beruhigt gleichzeitig.
Radikale Betäubung, Wirkung erzielt. Wir nehmen das hier und schlafen. Fast 5 Stunden, um den ganzen Balken runterzukriegen. So lange will ich aber nicht schlafen. Deshalb testen wir die anderen Sachen. Meridon steckt die Kraft. Erschöpfung und jetzt. Reicht fast nicht aus. Ich will so wenige Zeit wie möglich verschwenden. Deshalb dieser kleine Test und immer wieder nachladen. So, Drugs. Morphin. Vielleicht war es der Morphin, der geholfen hat beim Schneller. Ich glaube, eine Stunde weniger. Aber der Twirinium hat doch geholfen. Wir haben ja jetzt eine Stunde mehr als vorher. Twirinium, Erschöpfung, Gesundheit. So. Es war schnell, aber nicht schnell genug. Hörendosis. Vielleicht warte ich mit dem Schlaf noch ein bisschen. Habe ja im Moment eine Stunde wettgemacht. Falsche Waffe. Darf man hier jetzt einfach nicht mehr ablenken lassen. Schlafen können wir immer noch später, wenn wir die Zeit reingeholt haben. Kriegen wir nichts davon, okay. Gut. Da vorne ist ein Bandit. Es dauert ewig, bis der erschossen wird. Okay. So geht's auch. Hier bin ich letztes Mal reingegangen, um zu schlafen. Diesmal nicht. Warte, ich kann auch schnell hier reingehen. Und schauen, was ich hier rauskriege. Okay. Nichts. Und genau hier gibt es doch eine Schwarte, oder? Genau. So. Wie gesagt, um Zeit zu sparen, machen wir es so. Was? Ja. Was bedeutet das? Wo wollen sie sterben? Da ist doch noch eine... Was geschieht mit ihm? Ja, ich habe sie
Ich bitte Sie, Sie haben keine andere Möglichkeit mehr, meinen Sohn zu beeinflussen. Nun, da die Stadt von den Soldaten besetzt ist, wird er das Polele zu einer belagerten Festung machen. Er wird den Zorn der Miliz provozieren. Ich fürchte, dass seine unklugen Taten mit der Zerstörung des Turms enden. Ist das nicht unzulässig? Wie könnte das verhindert werden? Es gibt ein Geheimnis Polele. Ja, das kennen wir, das kennen wir. Warum wollte Maria sterben? Ja, das kennen wir. Glauben Sie an die Billigkeit, dass die Reinkarnation beeinflusst werden kann? Ich habe Nein gesagt, ich werde es versuchen. Ja. Das haben wir. So, schnell, schnell, schnell alles nachholen, was wir verbockt haben. Gut. Guten Tag, nein, die Dame. Er hasst uns bereits alle. Er wird uns dem Erdboden gleich machen. Er wird sein eigenes Grab verwüsten. Ja, verschwunden. Schlachthofes bringen, sondern noch etwas, was? Das Allheilmittel. Heute wollte Borg das fertige, das nicht war, das fertige Variante existierte schon vorgestern. Kann ich mir auf sie verlassen? Gewiss. Offen mit mir reden. Es geht nicht nur um ein Heilmittel. Borg ist ein viel ernstzunehmender Mensch als ihr. Ich weiß nicht, ob ich es bis zum Schlachthof schaffe. Es sei denn, sie geben mir Soldaten mit. Okay, Brockhaus. Das ist einfach. Gut, diese Aufgabe auch aufgenommen. Ich versuche alles so zu nehmen, wie wir es letztes Mal gemacht haben. Und so wenig Abweichungen wie möglich zu haben. Es hat mich doch noch erwischt. Ich verstehe nicht, wie, warum. Ich kann ja leider nicht drauf schießen. Ich würde das lieben gerne machen, aber es geht nicht. Das ist eine unsterbliche Masse. Das Problem ist hier. Genau. Ich bin letztes Mal voll reingelaufen, als ich zurückkam. Und ich muss die ganze Zeit meine Erschöpfungsbalken anstarren. Gut, komm. Nur noch ein paar wenige Treppen. Aber erstaunlich, wie viel wir jetzt an Zeit gut gemacht haben. Wir letztes Mal so verschwenderisch waren. Okay, wir haben zwar noch nicht geschlafen. Jetzt kann ich ja noch ein bisschen warten, aber sonst läuft's gut, würde ich sagen. So, lass mich rein. Ich bin Arzt, mein Marie meint laut, keine Gefahr. Und zeig ihm, dass die Person hier war, die zur Schatzhöhle gehen muss. So schnell geht das. Okay. Warum sind Sie wie klein? Ich bin jetzt bereit, darüber zu sprechen. Und ich bin bereit zu hören. Zuzuhören. Geschütze nehme ich an. Hast du vor, den Tod des Soldaten und den Kommandanten mit dem Paar. Warum? Nein, so weit kann nicht existieren. Gut. Nein, würde ich nicht sagen. Das ist ein Bluff. Lockend. Weiter geht's. Erstaunlich.
Und wir sind jetzt soweit, also noch nicht ganz. Es fehlen noch, glaube ich, 5 bis 9 Minuten. Um wieder die gleiche Zeit zu haben wie letztes Mal. Aber wir haben schon so viel erledigt. Aber da ich versuche, mich nicht zu sehr zu spoilern, sondern einfach, ja, grobe Anweisungen zu erhalten, was hier in diesem Spiel nicht immer klar gegeben ist, denn sie quatschen manchmal den größten Schwachsinn auf Erden. Aber gut. So. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.